Hallo zusammen, ich möchte euch schnell einmal mein Dezember-Tagebuch für 2017 zeigen. Ich bin immer noch nicht fertig, aber ich habe im Urlaub ein paar Seiten gescrappt. Das erste Büchlein, da konntet ihr ja die meisten Seiten schon mitverfolgen. Und hier hat sich natürlich, haben sich ein paar Weihnachtskarten schon angesammelt und hier habe ich noch ein paar Fotos, die noch verscrapt werden wollen. Und das zweite Büchlein wollte ich euch jetzt kurz mal zeigen. Diese Seite habe ich ohne zu filmen gemacht und ich glaube auch alle weiteren. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hier habe ich Snow & Coco benutzt. Hier habe ich Pink Fresh Studio hauptsächlich benutzt. Hier habe ich nur Pen and Paper benutzt und diesen Rahmen, den Die Cut und ein paar goldene Sterne. Und mein Journaling habe ich hier auf diesen Tag gemacht und auch hier die Zahl für den 12. Hier habe ich einfach eine Schleife noch aufgeklebt. Die hatte ich so aus dem Papier von Snow & Coco mal ausgestanzt. Genau, hier habe ich auch einfach ein Papier in den Hintergrund geklebt und ich meine, es war ein Tip Kit Club Papier, aber sicher bin ich mir gerade nicht. Und aus der Snow & Coco Kollektion habe ich auch aus dem Papier diese Elemente ausgeschnitten und hier so ein paar Sticker aufgeklebt. Hier die 13, die Zahlen habe ich von einem älteren Alpha, also von Thickers. Auf der Seite für den Tag 14 habe ich die Rückseite von diesem Papier verwendet und die Fotos in so einem Fotostreifen ausgedruckt. Hier einfach aus der Falala-Kollektion ein paar Sticker aufgebracht und mit ganz alten, so durchsichtigen Buchstabenstickern Playdate mit Anja hingeschrieben. Genau, ich habe mir viele Sachen von meinem Kit mitgenommen, aber nicht alle. Und genau, habe einfach das genutzt, was ich da hatte. Hier habe ich beide Seiten auch umrandet und ich bin nicht sicher, ob es für eines der, also dieser drei Seiten Process-Videos gibt. Ich weiß, ich habe noch irgendwo was, aber ich weiß nicht genau für welche Tage. Also wenn ihr das sehen wollt, dann guckt doch mal in die Playlist oder schaut in den nächsten Tagen nochmal vorbei und dann könnt ihr das sehen. Ja, hier habe ich jetzt noch eine leere Seite. Das ist der Tag 15. Da habe ich zwar ein Foto, aber da hatte ich nicht die passenden Sachen mit. Da wollte ich ein nicht weihnachtliches Layout machen und deswegen habe ich das jetzt freigelassen. Hier habe ich auch so einen Rest von dem Pen and Paper benutzt. Hier hat mein Mann mal so was Leckeres gezaubert und ja, das habe ich dann da festgehalten. Habe hier die von Hip Kids Club die Letter-Sticker benutzt und dann da noch ein Element, hier ein Sticker. Da habe ich das Merry Christmas einfach abgedeckt mit einem anderen Sticker. Hier unten ein bisschen was hingeschrieben und ja, das Datum hier hingestempelt. Und ja, das finde ich irgendwie sehr cool. Tag 17 habe ich ziemlich viel geschrieben. Also ich war ja den ganzen Dezember krank und meine Tochter war dann auch krank. Und ja, hier habe ich einfach ein ziemlich großes Foto genommen, hier so ein paar Elemente wild aufgeklebt und genau, musste nicht weihnachtlich sein. Für Tag 18 habe ich versucht, so eine Art ja, Weihnachtsbaum darzustellen. Ich hatte diese Fotos gemacht von den Geschenken, die ich für die Erzieher meiner Tochter gebastelt habe und
auch diese Embellishments dazu genommen und ja, da ist mir gar nichts weiter so eingefallen und die waren jetzt auch sehr klein, die Fotos, und deswegen habe ich jetzt einfach so die Form von einem Weihnachtsbaum hier so nachgeahmt mit den Geschenken. Das sind die Die-Cuts von Hip Kid Club und ein paar Stickern. Hier habe ich einfach den Rest von dem Label genommen und hier diesen Washi-Sticker und ein bisschen Goldspray. Und mein Journaling habe ich hier einfach an der Seite am Rand lang geschrieben. Ja, und hier habe ich dann Tag 19. Da waren wir auch noch krank und haben so ein bisschen mit den Filtern auf Instagram rumgespielt. Und ja, habe ich einfach nur eine ganz simple Seite gemacht. Vielleicht mache ich hier noch ein paar Goldspritzer hin. Aber ich habe hier einen dieser ledernen Sticker verwendet von Pinkfresh Studio. Das ist aus der Snow & Coco Kollektion. Hier ist einer dieser Washi-Sticker. Nochmal so ein lederner Sticker. Und das ist, glaube ich, auch von der Falala Kollektion. Dann habe ich hier die zwei Seiten habe ich jetzt noch freigelassen. Da habe ich die Fotos noch nicht gehabt. Hier habe ich ein bisschen was geschrieben, was dann so zu dem nächsten Buch hinführt. Genau. Dann habe ich hier in dem dritten Buch die Vorderseite, habe ich einfach noch diesen Die-Cut drauf geklebt und vielleicht werde ich hier noch einen Sticker oder ein kleines Foto drauf kleben. Das weiß ich noch nicht. Hier werde ich sicherlich auch noch was hinschreiben und hier habe ich für den 22. Dezember einfach ein Foto aufgeklebt. Ich habe in den Rückspiegel fotografiert beim Sonnenuntergang und ja, das reicht mir eigentlich und werde hier kurz was zu der Fahrt schreiben. Ich habe hier den von der Falala-Kollektion das Papier benutzt und auch die Sticker. Ja, und für die nächsten Seiten, denke ich, werde ich noch ein bisschen mitfilmen und ja, ich habe auf meinem Kanal eine Playlist, falls ihr die anderen Process-Videos sehen wollt. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß, falls ihr euch noch ein paar andere sehen wollt. Hoffe, dass euch das gefällt, so wie es jetzt ist, das Buch. Ich liebe es und werde mich die nächsten Tage dran setzen und das vielleicht über die nächsten ein, zwei Wochen fertigstellen und euch dann natürlich daran teilhaben lassen. Ich freue mich über Kommentare und Likes und wir sehen uns demnächst. Tschüss!